Was geht, liebe Mythumans? Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Ghost of Tsushima Let's Plays hier auf meinem Kanal. Ich habe unnormal Bock, ne? Neue Gegner, neues Leben, neue Gegend, neue Quests, neues alles. Kraniche, die hier wohnhaft sind, ne? Ja. Seht ihr schon richtig? Kraniche, die hier wohnhaft sind. Was ist da denn wohnhaft? Junge, hier wohnt ja so einiges. Geht da vorne direkt eine Säule der Ehre, oder was ist das? Da hinten gehen auf jeden Fall direkt Gegner. Und auf die habe ich natürlich große Lust. Würde auch sagen, einen snipen wir direkt von hier, oder? Einfach auch, weil wir es... Alter, ein Frosch. Das ist der Kurzbogen. Nehmen wir den Langbogen. Haben aber keine Pfeile mehr. Aber ein schwerer Pfeil, ne? Und guck mal. Meinte, wir können den so scopen. Aber halt weit gefehlt, ne? War halt weit gefehlt, kann man gar nicht anders sagen. Oh, Junge, ich hab dem seine Taube aus der Luft geholt. War zwar keine Taube, aber ihr wisst, was ich meine, ne? So? Nee, geht zu weit. Naja, wie dem auch sei, gucken wir uns das hier mal genauer an. Alter, ist das süß. Hi. Wie cool. Okay, dann gehen wir da mal rein, ne? Immerhin habe ich den hier einen fliegenden Frosch abgeholt. Aber jetzt holen wir die erstmal richtig ab, ne? Die haben nämlich, glaube ich, große Lust. Ah, echt? Dosho? Willst du es auf die Tour? Oh, da hat er aber einen fiesen Dodge rausgehauen. Nicht mit mir, Freundchen. Oh. Oh, hi. Bist du bereit? Tulalizai. Die drei. Oh, goodness. Der arme Junge. Na, woher kommt ihr denn jetzt auf einmal? Geil. Die haben doch Bock, oder Leute? Das sehe ich doch von hier, dass die Bock haben. Die werden Alter, ein ganzes Lager. Geil. Ein ganzes kleines, aber ein Lager, ne? Mit einem Speer. Achtung. Der Frechdachs. Der Frechdachs. Da hat er mich richtig angetäuscht. Na, Speere finde ich immer am stressigsten, muss ich euch da ehrlich sagen. Uiuiui. Uiuiui. Chill mal. So nämlich. Na, ich bin wieder im Game. Bin wieder im Game. Der rastet aus. Aber dann rasten wir aus, ne? Dann sieht's schlecht aus für den Guten. So, da war aber noch was, ne? Looten wir die geschwind, bevor das nachher irgendwie weg ist oder so ein Quatsch. Machen wir uns geschwind voll und kümmern uns dann um den Rest, ne? Aha, ich sehe schon, die drei ist es hier, ne? Komm nur ran. Oh. Abgeholt, ne? Da hinten sind Samurai unterwegs. No shit. Da will ich auf jeden Fall vorbeigucken, was die machen. Ah, da wäre ein Hornissennest gewesen. Naja, sind das Strohhüte? Oder kämpfen wir hier jetzt auch gegen so Banditen-Ronins? Ja, tun wir. Halt dein Maul. No shit. Wie geil ist das denn? Komplett durchgesegelt. Oh, goodness, die Armen. Was bist du jetzt? Bist du die Eins, oder? Das glaube ich nämlich nicht hier. Alter, yo, der hat richtig Bock. Aber nicht mit mir, ne? Ja, komm nur. Den dodge ich perfekt. Ich meine natürlich, ja, wie wir es halt immer gemacht haben, ne? Aha. Okay, Leute. Hier habe ich ja richtig Bock, mit Jin zu existieren. Alter, wir werden so existieren. Ihr habt keine Ahnung. Wir werden richtig hart existieren. Und es wird ein bisschen problematisch für unsere Gegner, wenn wir existieren, ne? Denn wir werden ordentlich existieren. Junge. Da unten gegen den Bär
Aber ich werde erstmal hier oben gucken, was abgeht. Was haben wir denn hier, ne? Darf ich hier was? Bisschen Loot, oder? Verstehe. Was geht hier oben? Na, Jin, was geht da oben denn? Kann man da was entzünden? Ne, da gibt's auch nochmal Loot. Und man kann sich hier halt einfach mal reinziehen, wie schön alles ist. Geil. Geil. Das ist so nice. Okay, dann mischen wir da unten mit, oder? Wäre gelacht, wenn wir da nicht mitmischen. Ich finde, am Bogen könnte ich hier immer noch härter glänzen lernen. Oh, so zum Beispiel, ne? Verstehe. Darf ich den Bär looten, den ihr getötet habt? Nicht doch? Geil. Okay, dann gucken wir uns hier mal noch um, ne? Wo renne ich gerade eigentlich hin? Naja, egal, oder? Wir entdecken hier jetzt komplett alles neu. Das ist doch ein fettes Lager hier, ne? Wo Mongorians hausen. Oh, war das close! Das war richtig closey-mosey, ne? Aber Wayne-Trainy, wir gehen da jetzt richtig rein. Aha, ein Vierer. Den hat er stecken, ne? Den hat er stark geparried hier, die drei. Schade, ich dachte, ich wäre schneller. Aber jetzt war ich schneller. Den hat er stecken. Schreckensparade findet der hier gar nicht chill. Den hat er drin, ne? Den hat er drin. Tja, Freundchen. Nicht mit dem Jin Sakai, Alter. Nicht mit dem Jin Sakai. Jin, steck doch nicht immer dein dreckiges Schwert da. Na, das ist keine Art. Das war hier alles, oder wie? Jetzt sind die Gegner krasser, aber es sind immer weniger, oder was? Quatsch. Nee, 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 da kommen schon noch mehr, oder? Wo mehr? Wo mehr? Wo mehr? Also, ne, nicht, dass hier jetzt direkt mehr sind, das glaube ich tatsächlich leider nicht. Aber wir finden bestimmt mal noch ein Lager, in dem 20, 30 so sind, oder? Wäre schon mal cool. Ja, schaut mal, wir haben Leitern klettern, kann der Jin aufheben, ne? Okay, gibt's da noch irgendwas zu sehen? Gucken wir uns mal an, was geht hier denn ab? Aha, Vorräte. Ich nehme mal mit, ist ja klar. Dann haben die hier ein Schiff. Geht da noch was ab? Sieht nicht so aus. Ja, sehr schade, ne? Alter, wie cool, Jin, wie cool. Wie cool das ist, was du hier abziehst, ne? Ja dann, Nobel, Ike. Blasen wir mal weiter in die Richtung, in die wir eigentlich sollen, oder? Ja, ja. Wie es eben immer war, oder? Aber yo, hab ich hier Bock drauf. Die können richtig fancy neuen Shit. Hier sind jetzt auch Samurai unterwegs, ne? Beziehungsweise Abtrünnige, in dem Sinne Ronin genannt. Richtig Gesetzlose. Oh, yes. Dann gehen hier Frösche und Kröten. Ich, Alter. Dass ich nochmal so hart vom Ambiente dieses Spiel abgeholt werde, hätte ich nicht gedacht. Hi. Hi. Na, wohin geht's? Kleinen Moment, ich hole hier schnell das und das ab. Dann können wir weiter. Dahin. Wer wohnt denn da? Wer ist denn da wohnhaft, ne? Wer wohnt hier? Bis zum verfolgten Ort angekommen. Ja, stark, oder? Hui. Was ist denn hier geschehen? Was? Oh nein. Nein. Aber es atmet noch, oder? Oder ist das ein bisschen Ragdolly? Ist jetzt schwer zu sagen. Ja, Alter, meine Geschichte von Gosaku. Die Geschichte von Gosaku wartet schon. Ja, wo setzen wir uns hin? Ah, hier hin. Verstehe. Gosaku? Die Rothandbanditen.
Bitte. Nie eine gute Idee. ただ数はある限りを奪い取られんとさとりて、御作は鎧を身につく。賊の打ちかかりてきたるに御作恐れて手が震え、足なんと思うとき、賊の剣を鎧がはじき、御作は立ち退くこともなし。窓行ったる賊は後ずさり、夜めきなどすれば、 御作は不可思議にも意図静かなる心地して、御作の勇を憐れみし、もののふの亡霊の月仕事、刃を振れば手早なり、あらゆる賊を切り捨てる、その後は賊を見る者なし。後の年、 御作死して裏の家々鎧を被装して城をかけ、それぞれが鍵一つを持ちて守る。今再び対馬に害をなす者あり、百姓の曰く、御作の霊丘の神に手立ってあり、新たなる勇者のまた田畑を守らんとするを弔うと。 Alter, Leute, ist das epic. Na, ich erzähle euch gleich, weil der labert ja danach meistens auch noch so ein paar Sachen. Was hier abging, erzähle ich euch gleich. Aiyayayayayay. Also passt auf. Die Rothand, ne, war vor 2,5 Jahrhunderten so ein Banditenclan. Und die haben halt so Höfe überfallen. Da war ein Bauer dabei, ne, der Gosaku. Der hat sich dann die Rüstung von so einem alten legendären Samurai angezogen, weil er dachte, okay, wir verlieren sonst alles an diese Banditen. Und dann haben halt die Banditen bemerkt, boah, unsere Hiebe prallen alle von an dem ab, ne? Wir können da nichts machen. Und auch wenn sein Schwertarm zitterte, also der von Gosaku, weil er ja einfach kein Kämpfer, sondern ein Bauer war, aber halt in der krassen Rüstung, ne? Weil dem sein Arm zitterte und der Geist von der Rüstung, na, von diesem legendären Samurai damals, die Tapferkeit von Gosaku gespürt hat, hat er dann quasi, also dieser Geist, Gosakus Schwertarm geführt. Wie cool ist das bitte, ne? Dann hat er da schnell alle niedergemacht und so, ne? Und seitdem wurden die Rothand-Bandits nicht mehr gesehen. Und danach wurde diese Rüstung eben sicher verwahrt, nenne ich es jetzt mal. Und wir sind jetzt natürlich auf dem Weg, die zu suchen. Guck mal, hier ist noch, genau, da vorne geht doch noch was bei so einem glitzernden Hain. Da geht eine Quelle, oder? Was geht da ab? Da gehen vor allem Boars. Ah, ein Kitsune. Hi. Ja, zeig direkt mal, wo lang, ne? Lass mal los hier. Direkt mal wieder ein paar geile Sachen zusammensammeln. Ja, und auf die Rüstung habe ich jetzt natürlich schon brachial Bock, ne? Also das steht ja vollkommen außer Frage. Die sollten wir uns dringlichst holen. Ganz klare Sache. Ein paar Schlüssel haben wir ja schon. Jetzt müssen wir mal gucken. Er hat nämlich auch die Gehöfte extra aufgezählt. Ich bin jetzt aber early mit euch. Habe ich mir nicht alle gemerkt. Aoi, Ishiji, Kuta und drei weitere. Waren bestimmt genau die drei, bei denen wir schon waren, so. Imagine. Wo ist der Kitsune hin? Naja, wie dem auch sei. Okay, alles klar. Haben wir das hier auch geregelt? Alter, yo. Jin. Na, Nobu, geht's bei euch noch? Nee, wir sind von Haus aus so cool. Okay, ja, guckt mal hier, ne? Okada, wichtig. Hä? Koshimisu war eins von denen. Aha, das heißt, hier oben sind noch welche. Aber da müsste unten trotzdem noch eins sein, weil wir haben, ja, haben wir drei oder vier Schlüssel? Wir haben letztes Mal nachgeschaut gehabt irgendwo, gell? Artefakte.
Oder wo habe ich das nochmal nachgeguckt gehabt? Aussehensobjekte, heiße Quellen, innerer Leuchttürme, Säulen der Ehre. Nee. Wir hatten das irgendwo nachgeguckt, oder? Aber wo? Alter, wir können einen neuen Sattel haben. Der Heldensattel und eine andere Flöte. Ach so, das ist eine andere Melodie. Ja, geil. Das Klagelied vom Sturm gönnen wir uns mal, oder? Warme Umarmung der Sonne hatten wir schon länger. Gönnen wir mal das Klagelied vom Sturm. Ach, das war's schon. Okay. Ein bisschen kürzer als das andere, oder? Naja, wie dem auch sei. Ja, dann würde ich sagen, wir könnten jetzt schon sagen, okay, wir rennen da direkt rein, ne, und holen uns diese Sachen, aber ich würde behaupten, wir klappern das so gut es geht ab, oder? Eine Ishikawa-Geschichte. Da hätte ich mal wieder Bock drauf. Und ihr? Beim Sensei Ishikawa vorbeigucken? Why not? Ist auch eine gute Richtung, die wir da jetzt rennen, denke ich. Oh, woher kommt ihr denn, Leute, ne? Die werden gefordert, und zwar das kracht. Nobu, ja, such du mal Schutz, bitte. Die Speerträger sind, finde ich, echt am nervigsten. Ja. Komm nur, na, komm nur. Wer ist Nächster? So eine 4 und eine 1, ne? Ah, und die haben noch einen Hund. So, wie gefällt dir das, ne? Erstmal die Hunde wegmachen. Scheiße, falsche Haltung, aber eigentlich egal. Easy, ne? Tja, Leute, was soll ich euch sagen? Mein Leben! Ein paar Sprengpfeile waren da unterwegs. Ja, bin da, alles gut. Wir retten so viele Leute, Holmes. Cheers. Wir nehmen alles. Wir nehmen Dinge mit. Das ist von Haus aus eigentlich so mein Ding, ne? Nobu, ich sehe dich doch da hinten chillen. Komm mal ran auf den Meter. Dann geht's nämlich direkt auch schon weiter. Bist eigentlich genau in die richtige Richtung gerannt, ne? Da passt schon mal ganz gut. Alter, da sind schon wieder die Nächsten. Wie geil. Wie heftig hier jetzt gerade die Party auch abgeht, ne? Ist ja der Hammer. Ah, wir haben keine Pfeile mehr. Ah, der zündet mich an. Wie machen wir es? Wir nehmen den erstmal weg hier. Wir nehmen dem sein Leben weg. Dann nehmen wir ihm sein Leben weg. Wie wir da reinflattern. Ah, das ist wieder so ein Schütze. Da muss ich ein bisschen aufpassen, weil die habe ich noch nicht ganz durchschaut. Alter, wie wir jetzt mit den schweren Hieben durchpinseln. Wie mache ich die jetzt am besten? Das sind schon die Vierer, oder? Ja, nice. Eieiei. Aber die treffen sich auch gegenseitig, das ist gut zu wissen. Deine Legende wächst. Alter, der geisterhafte Samurai. Junge, bitte. Na, ja, die 20 Skillpunkte, die wir da gerade haben. Ich schwöre, ich verwende die noch. Talisman des giftigen Ablebens. Windglocken verströmen giftige Dämpfe, die Gegner töten, die sie aufheben. Geil. Wenn wir jetzt noch unsere Windglocke verwenden dürften, wäre das ja richtig fett. Dann wäre das ja echt richtig fett, ne?
Easy, haben wir geregelt hier, ne? Dann versetzen wir mal ein paar Sachen, oder? Also, passt mal auf. Ich würde gerne bei den Kampfhaltungen noch mehr reingehen, ne? Erhöht den Taumelschaden gegen Schildträger, das ist auf jeden Fall geil. Eigentlich nerven mich Speerträger auch mit am meisten, muss ich sagen. Speerabwehr. Speerangriffe werden während allen Angriffen aus der Windkampfhaltung automatisch pariert. Halt dein Maul, was? Weiß aber nicht, wie cool ich das finde, ne? Windkraft der Stimme. Erhöhe den Taumelschaden gegen... Okay, ja, das ist geil. Taifuntritte stoßen deine Gegner weiter zurück. Das ist schon cool, ja. Ja, den Taumelschaden gegen Barbaren aus allen Mondkampfhaltungsangriffen. Wogen der Schläge. Gedrückt halten, dann Rechtsklick antippen immer wieder. Ja, die wogen natürlich schon ordentlich rein, ne? Uiuiui. Die nehmen wir mit. Wasserwolkenbruch. Der Schaden durch deinen Schlagwirbel erhöht sich mit jedem Angriff. Was? Alter, und diese Bodengeschichte, die da abging, was war denn da schief? Das ist schon super cool. Testen wir direkt mal bei denen da vorne, oder? Hi! Habt ihr Lust? Bin für euch bereit, ne? Den hat er stecken, ne? Leider das Pferd auch, aber da kann man manchmal einfach nichts machen, ne? Wie er sein Tier da dabei hat. Naja. Mach dich mal aus dem Staub hier. Oh. Und jetzt er der Nächste, oder wie? Ich dachte gerade schon. So, der Vogel einfach, der Arme. Wie auf dem Leichnam hockt. Too lullet fight. Alter, wie die Klinge im Mondlicht blitzt. Leute, wie kann man denn auf irgendwas in dem Spiel eigentlich klarkommen? Ernsthafte Frage. Wie? Wie macht man... Was geht denn da ab? Ah, ist ein Pferd. Ich dachte gerade, das wäre irgendwie so eine geisterhafte Gestalt, die da im Moor steht. Darauf wartet uns mit ihrem geisterhaften Zauber. Wisst ihr, wie ich meine? Alter, wie viele Gegner hier sind. Wie geil. Ja, kommt nur her. Ich bin so ready für euch. Ich bin so sterbensready. Scheiße Speerträger. Den hat er. Na, den hat er. Oh, Mist. So, du bist auch so ein Barbar, ne? Komm nur her, ich bin in der 4. Weißt du, wie gut man die blocken kann, beziehungsweise perfekt dodgen, ne? Dazu. Nee. Alter, diese Haltung. Ja, okay. Wenn du die Haltungen benutzt, hat fortan nie wieder irgendwer eine Chance gegen dich. Ja, na, ist wie es ist, was soll ich euch da sagen? Die werden gut aus dem Leben getreten. Vor allem der Tritt unterbricht die halt, ne? Das ist halt richtig frech. Ja, Nobu, sind wir schon ready, gell? Waren wir schon ready, bevor ich's war? Klar, weil du immer so jung bist. So rattenjung. Okay, nehmen wir hier eine Blume mit. So wie wir es immer gemacht haben. Wisst ihr, was immer das Ding ist, worauf wir uns noch so ein bisschen verlassen können? Wenn es mal zu hart für uns wird, dann ziehen wir einfach eine Rüstung an, die was bringt. Na, wisst ihr, wie ich meine? Also, die uns im Kampf gewissermaßen Schadensreduktion und dergleichen bringt. Was ist da? Wildschweine. Geht hier auch noch was? Ah, nur ein Wildschwein-Dojo. Kannst du da hochreiten? Nicht? Ich finde, das sah ein bisschen so aus. So ein bisschen die Rampe nehmen. Auch wieder sterbensweitläufig, dieses Areal hier, ne? Nehmen wir die Blume noch mit, komm. Und dann mussten wir, glaube ich, eher hier nach rechts, ne? Ja, ja. So sieht's nämlich aus. Kannst du von hier aus da hochhüpfen? Alter, Nobu. Du bist ja spitze in Form. Sp-
Spitze in Form, unser Reitgetier, ne? Oh ja, da sehe ich schon wieder das Flüchtlingslager. Ja, rein da, ne? Ah, Lager der Überlebenden, ich hatte schon ein bisschen Bock. Schade, ne? Moin, hast du geile Sachen? Hüte? Bitte. Warum denn immer nur so räudige Hüte, Freundchen? Braucht man einen speziellen Händler. Jemanden, der richtig mit Dingen handelt auch, ne? Was können wir hier gerade beim Fallensteller denn so lernen? Ja, komm, warum nicht? Mehr Sprengpfeile hätte ich. Windglocke. Sollen wir bei der Windglocke mal was machen? Windglockenkapazität 4 haben wir gerade. Ja, ja, glaube ich dir. Komm, wir nehmen hier mal das nächste. Vielleicht rafft das Spiel dann ja, dass wir das bereits besitzen. Na, weil irgendwie ist es doch Quatsch hier. Mehr Sprengpfeile, let's go. Ja, komm, da nehmen wir richtig Sprengpfeile mit, ganz klar. Und noch ein paar Brandpfeile. Nutze ich zwar eh nie, aber wird geil. Ich danke dir, Freundchen. So, darf ich jetzt die Windglocke nutzen? Mit R war das, gell? Nee. Nee! Das sehen die nicht ein. Vielleicht muss ich noch irgendeine Quest erledigen, bevor ich die Windglocke nutzen darf. Ja, ich suche einen Samurai. Der Sensei, Alter. Ja, bitte nenn ihn Sensei. Okay, ja, wir finden den auf jeden Fall. Das ist klar. Eroberungsträume. Ja, du, hier und da ein bisschen träumen wird man ja wohl dürfen, ne? Jetzt scheint schon wieder die Sonne. Gerade eben hat es noch geregnet. Na, der Juli macht, was er will, wie man so schön sagt. Na? Naja. Wisst ihr, was ich richtig irre finde? Die ersten Blumen bei mir verblühen schon wieder. Irgendwo wundert mich das nicht, ne? Ich sähe die auch viel früher aus, als mittlerweile oder als halt die letzten Jahrzehnte immer auf diesen Packungen stand. Einfach, weil es halt bereits schon viel früher jetzt immer voll warm ist und so, ne? Aber irgendwie finde ich immer so ein bisschen schade. Einfach die Tatsache, wenn ich mir so denke, yo, die verblühen jetzt ja auch früher, wie gesagt, ne? Und das ist deswegen scheiße, weil natürlich, ich sag mal, mir ist das egal, wann die verblühen. Wisst ihr, wie ich meine? Versteht mich nicht falsch. Aber den Wildtieren, die sich darauf einstellen müssen, wann Essen verfügbar ist und wann nicht, für die ist das, glaube ich, schon ein bisschen stressig, ne? Wisst ihr, wie ich meine? Und in dem Sinne mache ich mir da immer ein bisschen Gedanken. Ich meine, klar, ich erzähle hier niemandem was Neues. Gerade bei Insekten ist Artensterben, würde ich sagen, ziemlich irres Thema in den letzten Jahren, ne? Ja, moin. Ja, ich komme gleich zu dir rüber. Ich würde die noch schnell alle looten. Ja, also versteht mich nicht falsch. Es ist halt was ich ziemlich direkt mitbekomme. Wisst ihr, wie ich meine? Weil es sind halt Bienen unterwegs und super viele von meinen Blumen sind halt schon verblüht. Klar, ich meine, die waren halt auch schon einen Monat früher ausgesät oder eher anderthalb sogar. Ja, aber so schnell, wie das in den letzten Jahren geht, ist die Evolution halt leider nicht, ne? Bin ich gespannt, wie sich das die nächsten Jahre entwickelt. Ah, eine Spur Tomo, geil. Ja, versorg du deine Wunden, ich erledige das. Wo sind die Keks? Alter, mit dem Sprengpfeil direkt. Ja, hier kannst du mich nicht treffen, ne? Pass mal auf, Freundchen. So ein Sprengpfeil auf dem Deckel, ne? Ah, da ist der. So, ne? Zack, den hat er. Was du denn, Jin? Sollen wir so reingehen? Ja, oder? Bin ich so der Bogenschütze. Ich habe mich schon ein bisschen damit abgefunden. Nicht mit mir, ne? Alter, diese Kicks zwischendrin. Mondkampfhaltung. Ich beginne dich zu lieben, ne? Ich beginne dich zu lieben. Ja, easy, das haben wir, ne? Ganz lässig geregelt wieder. Komm, noch mehr. Wie sieht's bei dir aus, Freundchen? Gar nicht schlecht, Sakai. Danke, Mann.
Also das Bogen-Gameplay, ja, da geht mehr. Ich weiß doch. Anata ga kakomareru to wa. Tomoe no oshie ga yoi no da. Wake wa hoka ni arimashou. Omoi ataru fushi ga mose. Bist du unvorsichtig gewesen? Oder was wollen wir im Unterstellen? Ihr habt es nicht bemerkt. Oh, ja, er war unvorsichtig. Ja, er war zu sehr auf Tomoe fokussiert, ne? Er meint, hey, selbst ich mache Fehler. Und der Jin Sakai meint, nee, du eigentlich nicht. Nur wenn es um Tomoe geht, ne? Ja, ja. Großenteils Bogenschützen in ihrem Lager. Raubzüge. Chill mal ganz kurz, ich würde hier gerne was lesen. Diese Tori-Türe führen zum, was? Sumpffelsschrein. Heiligtum von Izanami, dem Kami von Leben und Tod. Cool. Und warum, wenn ich Leertaste drücke und es wegklicke, hüpfe ich dann vom Pferd? Ist nicht ganz zu Ende gedacht. Okay, na. Tomoe hat die gut ausgebildet, da wissen wir ja schon eine ganze Weile Bescheid. Die hat's gut drauf. Weiß, wie es läuft. Hinterhalte und so. Raubzüge. Tomoe war Moko ni tsuku mae ni anata wo osotta. Kakusazu shisai wo ohanashi kudasai. Ayatsu wa zoku no ichimi ni katan shita no da. Kane no tame ni na. Sore ga nan da to oshyaru no desu. Ma kike. Onoshi naraba sono zoku wo ikashi de oku ka? Anata ga saki ni osotta no desu ne. Haben wir nicht vor, ne? Naja, also, er hat nie erzählt, wie es dazu kam, dass er jetzt mit Tomoe so hart im Clinch steht, ne? Die hat ihn zwar verraten, aber er war dann auf Rache aus und hat natürlich... Sie jagen zum Spaß Menschen. Sich an Gewalt zu laben, schwächt den Krieger ebenso sehr wie Völlerei. Na, ist ganz klar. Sakai Jin hat für sowas keine Zeit. Naja, auf jeden Fall. Ja? Mhm. Ja, das ist schon so. Okay, wir machen es schnell so, ne? Der Blutdurst wurde ihr in die Wiege gelegt. Also, das Ding ist so ein bisschen, er war da natürlich auf Rache aus, weil sie ihn verraten hat. So macht man das mit abtrünnigen Samurai, hat er gemeint. Und deswegen macht man das auch so mit ihr. Und da macht er auch keine Ausnahmen und so, ne? Und deswegen haben die jetzt halt seitdem Beef. Und die Mordlust wurde ihr richtig in die Wiege gelegt, ne? Die ist schon einfach wild unterwegs. Tomoe wird ziemlich hart, glaube ich. Üben hier irgendwie an... seht ihr da? Wieder einmal Tomoes Werk. Wie es immer direkt weiß, ne? Akashima no tami wa kachiku da to demo omotte oru no ka? Ayatsura wa chi ni uete oru no daro. Yaiba wo migaku wa hito oroshi. Bushi wa kokoro wo migakareba na. Anata wa yaiba dewa naku yumi wo migaita. Ja, da bin ich schon irgendwie auch dabei, ne? Mörder trainieren ihre Waffen, Samurai trainieren ihre... Na, sich selbst gewissermaßen. Alter, hier war doch ganz am Anfang diese Szene, wo wir, na, unterwegs waren, oder? Als Kind? Ja, das würde jeden ärgern, oder? Man wählt jemanden aus und die verfällt dann auf die dunkle Seite und dann denkt sich halt, ey, hätte ich das früher erkennen müssen. Zweimal schauen, einmal schießen, I like, ne?
Wir kundschaften die richtig aus. Von hier aus gehen wir zu Fuß. Ja, bitte, ich bin zu Fuß eh immer viel mehr am Start. Ah, guck mal, er hat diese Schwertscheide, die wir ja auch haben. Ja. Naja, hier sollten wir ein bisschen sneaken, du hast vollkommen recht. Ja, die sind da ordentlich am Trainieren, ne? Okay, gucken wir uns das mal an. Ne? Eine Mischform. Spannend. Okay. Erreiche das Missionsgebiet. Ja, ich gehe jetzt halt rein und schlitz die weg, oder? Er hat gemeint, sobald wir drin sind, findet sein Pfeil, sein Ziel und so. Dann würde ich sagen, wir gehen da direkt rein. Mit einem Brandpfeil, guck mal. Hat er? Weg da? Weg den nächsten mitnehmen, ne? Ja, Alter, mit der 4 sieht es ja ganz schlecht aus für die, ne? So, Schreckensparade findet der gar nicht chillig. Na, nicht mit mir. Tja, Leute. Oh? Achso, ich hab den gar nicht getroffen. Jetzt aber. Ja, wo seid ihr denn noch? Ihr weißt doch, dass noch welche da sind, oder? Ja, also das haben wir ja ganz gut geregelt hier, ne? Hätte ich vorher heilen sollen, aber naja. Passt schon. Ah, da lag noch was. Ein paar Pfeile, oder? Ja, die nehme ich immer dankend an. Albenholz eh. Ich glaube, hier kriegen wir jetzt auch mal ein bisschen mehr hochrangigen Loot, ne? Können dann so die letzten Level von unseren Sachen mitnehmen. So, und wie ist es jetzt hier? Hätten wir das anders machen sollen? Habe ich was missverstanden? Ah, nee, da ist nur einfach noch jemand, ne? Ich werde besser, findest du? Eine Nachricht auf Japanisch. Alter, was? Tomoe, unterrichtet dem seine Bogenschützen, na, vom Koherkan, damit die uns töten können. Na, also wirklich uns, Ishikawa und Sakai Jin namentlich genannt. Ja, well. Das ist natürlich ein bisschen ass, sag ich jetzt mal. Aber soll nur kommen. Ich bin immer bereit. Wir sollen Spuren suchen. Guck mal, hier haben wir noch was. Eine Warenliste. Japanische Bögen und Ziele. Lieferorte in ganz Toyotama. Aha, die baut verschiedene Lagerstätten auf. Wurde die trainiert. Ja. ご決断を止める術はただ一つ言われずともわかっておるならば証明してくださいおのれわしを愚弄するか巴はこのわしの宝だがいざとなれば島のため切る覚悟はできておる。それが死の務め。なるほど、Ishikawa はその青い服を着る。修練場探しの頼りになります。裏切り者を成敗するぞ。酒井。お主は太刀の腕も、器量も備えておる。だが二度とわしを侮るでないぞ。Well, da hat er einen Punkt, ne? Er hat gemeint, wir sind ein cooler Krieger und wir könnten, oder beziehungsweise wir sind auch ein guter Anführer, aber wir sollen nie wieder seine Integrität hinterfragen, ne? Seine Integrity. Talisman der Präzision. Ja, ne?
so niedrigrangiger Talisman. Das ist natürlich Quatsch für uns. Okay, stark. Das war ja mal wieder eine Hammer-Mission, würde ich sagen. Mir gefällt es im neuen Gebiet richtig gut, bin ich ehrlich mit euch. Reise in die Vergangenheit. Neue erforschbare Region. Halt deinen Schnabel. Mach doch nicht ihn mit mir. Was haben wir hier noch? Der letzte Kriegsmönch. Ah, mit dem sollen wir doch eh reden, oder? Da könnten wir ein bisschen was erzählen noch. Der wohnt da direkt. Der ist da wohnhaft, ne? Würde gerne noch dieses Fragezeichen mitnehmen. Was haben wir denn hier? Die Flusskinder. Der unbesiegbare Gosaku. Geschichte fortsetzen. Auch cool, ne? Brauchen wir aber noch ein paar Schlüssel, das ist klar. Alter, Leute, ich bin so heiß drauf, ohne Witz, ne? Ich habe gerade Bock auf alles hier, ich muss mich richtig entscheiden. Wir gehen jetzt zu dem Fragezeichen, dann reisen wir nochmal in die Stadt und labern noch mit dem Dude, oder? Das kriegen wir, glaube ich, noch hin. Das kriegen wir, denke ich mal, noch hin. So, alles klar. Na, dann gucken wir mal, was wir da... Oh, ein Blumen, was wir da verpasst haben. Ich habe vorher eben ein paar Blumen verpasst, ne? Aber it is what it is. Ja, nicht immer alles mitnehmen hier. Das geht halt auch nicht. Kann ich hier durch diese Büsche eigentlich durchreiten? Nee? Okay, spannend. Und gut zu wissen. Oh! Ein ganzer... Ne? Ja, ja, die befreie ich anders. Das soll ich gar keinen Kopf machen hier, ne? Ah, du bist die 3. Was ist hier alles Quest? Chill mal, wow, 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 chill mal. Ich muss noch kurz gucken, was hier alles Quest ist. Besiege die Mongolen, erlange das gestohlene Eisen wieder. Schalte, was? Nein, 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 nein. Ja, schalte den Lagergeneral aus, hole Sashimono-Basana, Falken, töte einen Gegner mit einem Himmelsschlag. Alles klar, okay. Alles machbar, würde ich sagen, ne? Und jetzt V und... Oh. Eben. Die nehmen wir mal beide mit hier, ne? Das haben wir schon mal geholt. Ah, du bist noch da. Na dann. Jetzt mal ordentlich Hiebe hier, ne? So. Ah, moin. Oh, oh, oh. Ja, ein bisschen unnötig getankt. Dachte, der reicht, ne? Ja, ja, der wurde gut zerlegt. Oh, ähnlich so wie er hier. Alles klar, ne? Und alles andere ist ja eher easy machbar, sag ich mal, oder? Auf Ehrenbasis. Halt Falken freilassen, Sashimono-Banner, den Lagergeneral ausschalten, das passiert ja eh alles on the fly. Und erlange gestohlenes Eisen wieder, ja, easy. Wir rennen jetzt einfach durch und dürfen richtig geil reinmetzeln. Darauf habe ich nämlich auch am allermeisten Bock, ne? Gestohlenes Eisen. Windglocke, voll, ja. Weil ich so viele Windglocken habe, genau. Jetzt, wo ihr es sagt, fällt es mir auch wieder auf, ne? Vier, Freundchen. Ich weiß das. Weil ich so viele Dinge weiß, Holmes, ne? So, Sashimono-Banner. Ja, da hätte man jetzt auch springen können, oder, Jin? Wenn ich abgehüpft wäre, das ist bestimmt auch der Fall gewesen. Nein, den treffe ich von hier nicht. Naja, wie dem auch sei. Also, ich hätte ihn schon treffen können, aber so wie ich da, ne? So halbherzig. Auf keinen Fall. Ah, guck mal, da ist der Lageranführer. Ah, ich dachte, den kriege ich noch, aber ne, in dem Fall nicht. Schade. Immer die Frage, wie viel darf ich, ne? Den darf ich noch, dann die 4. Oh, wow, wow, aua. Oh. Verstehe. Alles klar. Und jetzt ein Schildträger, ne? Auf die 2. So nämlich. Komm nur her, Freundchen. Ich habe neue Moves, mit denen ich dich komplett weich klopfen kann. Oh, die Combo-Plays sind schon geil, ne? Die sind schon ziemlich geil. Eieiei, wird da gefuchtelt, ne? Ja, die Pokémon-Attacke Fuchtler. Wenn man einfach nicht aufhören kann zu fuchteln.
Ich fuchtel so hart, Holmes. Den unterstecken. Ah, oh, der ist zu schwer berüstet. Guck mal, cool. Ne? Nicht mit mir, Freundchen. Ah, da hätte ich einen Attentat ausführen können. Ist ja irre. Woher kommt der jetzt? Aha. Oh. Dich habe ich jetzt gerade gar nicht gesehen, ne? Aber dich sehe ich. Okay, alles klar. Wer? Ah, der da hinten. Oh. Ein bisschen weiter von mir weg, Freundchen. Dann wird es viel chilliger hier. Alter, der hat predicted, wo ich hingehe, oder? Oh, die liegt da jetzt, ja. Ich seh nix. Ja, easy, ne? Die haben wir auch mal wieder komplett auseinandergenommen. Alles klar. Dann müssen wir noch ein paar Sachen freilassen und so. Hier drunter hat ein bisschen die Cam geschissen, finde ich, aber das ist okay. Darf sich auch mal ein bisschen einscheißen, ne? Dass man da nicht hoch kann, finde ich. Oder? Hat das jetzt gerade geklappt oder nicht? Doch, ja, eben, gell? Stark, Jin. Du kannst es nur, Nobu kann das nicht, ne? Verstehe. Achso, da gehst du wieder zurück. Da stand ja auch dran, durch die Luke klettern und so, ne? So, schau mal, gucken wir uns hier ein bisschen um. Und uns da ein Banner. Ja, magst du dich durchquetschen? Eben, guck mal. So, wo willst du denn noch hin? Meinst du, da ist noch was drin? Ja, eben, da würde ich auch gern hin. Ja, ganz klar. Komm nur, du willst die 4, nicht wahr? Oh, das war die 5. Na, Waffe weggesteckt mitten im Kampf, das ist natürlich nicht gut. So, hier, guck mal. Schade, ich will noch ein bisschen wissen, wann ich die Wii unterbrechen kann. Genau so nämlich, ne? Da will ich aber alle wissen. Ja, den kann ich mit einem Kick aus seinem roten Move unterbrechen. Sehr schön. Gut zu wissen. Sehr, sehr schön, Leute. Guck mal hier rein. Ah, moin. Währenddessen noch lässig ein Leder aufgesammelt. Einfach, weil es wenig für den Sakai-Jin ist, ne? Ah, hi, Schüchen. Na, alles cool bei dir? Sind wir jung, gell? Ja, ja, sehr jung. Klar. Oh, was war da noch? Vorräte, ja klar. Of course nehmen wir die auch noch mit. Ist ja absolut Logomatic, ne? Dann gäbe es da ein bisschen Munition für uns. Ist aber voll. Wo konnte ich gerade mit E hin? Ja, ganz normal für mich, ne? So mit dem Grappling Hook durchs Lager schwingen. Den sollte ich auch mal noch mehr in die Kämpfe einbauen, oder? Das wäre auch super cool. Kriegt er noch so einen Kick in den Rücken, Alter. Ja, chill mal. Oh, der sticht mich hier weg. Wieso krieg ich's denn gerade nicht hin? Stich, ne? Den hat er stecken. Okay, stark. Na, haben wir die auch alle abgeholt? Ich höre aber noch was. Wir holen so viel Eisen zurück, Holmes. Na? Ich mach den zu oft. Ah! Nur angetäuscht, ne? Oh.
Die konter ich noch nicht gut genug, finde ich. Oh, was? Der hat nicht gereicht. Der war ja wohl im allerletzten Moment. Naja. Man lernt nie aus, ne? Man lernt nie aus. Mehr Munition. Rattige Banner. Die verbleibenden herausfordern. Ja, kommt mal alle her, ne? Kommt mal alle her. Kommt nur her. Ja, du Hampelmann, Alter. Tja, Freundchen, ne? Die verstecken sich immer irgendwo, oder? Wo bleiben die denn hier alle? Hä, da war doch noch ein vierter. Einer fehlt noch. Fehlt nicht noch einer? Ah, der ist wahrscheinlich... Nee, Schrecksparade gab's keine, oder? Dann ist der einfach so gegangen, oder was? Jetzt haben wir schon wieder... Was? Warum denn immer zwei? Wo sollen denn die Punkte hin? Dann jede Haltung Endgame, oder? Ja, will ich gar nicht wissen, wie wir dann hier durchflattern, Leute. Ist der komplett bodenlos. Junge, Junge, bin ich am Überziehen. Aber alles gut. Nobu, nur einen Technikpunkt verdient, ne? Ist gar nichts für uns. Ja, gönn dir mal einen Apfel. Ja, sehe ich genauso. Da hast du vollkommen recht. In dem Sinne, Leute, wünsche ich euch was. Sehen wir uns in der nächsten Episode. Nobu wünscht euch natürlich auch was. Bis dahin, lasst ganz viel Liebe für Jin, Sakai, Nobu und dieser Pedes da. Haut rein.